Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Yu-Gi-Oh! Kunst. Ich begrüße euch zu einem außerplanmäßig geplanten Deckprofil. Und zwar haben wir uns einfach, also Flo und ich, haben uns einfach mal ein bisschen von dem Yu-Gi-Oh! Film inspirieren lassen. Wahrscheinlich habt ihr die Review vielleicht schon gesehen. Und wir haben uns gedacht, hey, die Cubics sind eigentlich eine coole Sache. Warum gucken wir uns denn mit näher an? Und ich habe mir ein paar Decks angeschaut online, habe mir ein Deck genommen und versucht daraus ein Deckprofil zu machen, das ich euch jetzt noch präsentieren möchte. Im Vergleich zum Red Ice Deck oder zum Blue Ice Deck oder zum schwarzen Magier Deck ist es bei Cubic so, dass es halt noch sehr, sehr, sehr strange zu spielen ist, meiner Meinung nach. Ich habe es zum Beispiel auch so gespielt, dass ich keinerlei Xyz oder Synchro-Monster beschworen habe, also in dem Fall halt nur, wie ihr sehen könnt, Xyz-Monster. Habe ich kein einziges beschwört in den ganzen Decks und Duelle, die ich gemacht habe. Ich habe es auch nicht großartig verändert. Ich habe tatsächlich ausschließlich mit den Cubics gespielt, wie man es zum Beispiel im Film gesehen hat. Ist sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Es macht echt Spaß, muss ich sagen. Es ist ein bisschen tricky zu spielen, weil teilweise halt die Effekte sehr, sehr komisch funktionieren. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal die Karten, die ich in einem Cubic-Deck drin habe. Dann könnt ihr euch das Ganze einfach mal anschauen, könnt ihr mal gucken, könnt ihr euch tweaken. Und das ist, wie gesagt, auch wie beim Red Ice, ist es für mich einfach nur ein Basis-Deck, auf dem ihr dann alles drauf bauen könnt, ausbauen könnt, etc., etc., etc. Wir wollen euch, beziehungsweise ich wollte euch, möchte euch mit meinem Deckprofil einfach eine Basis liefern, weil ich muss einfach sagen, ich stecke mich so tief drin in den Decks und in Yu-Gi-Oh! Kartenprofilen wie einfach Flo, ist einfach faktisch so. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass mein Wissen ausreichen würde, um euch ein kleines Verständnis oder beziehungsweise einen kleinen Einblick in die Welt der Cubic-Karten zu liefern. Ja, ein kleines Vorwort zu den Cubic-Karten an sich ist natürlich groß geworden oder bekannt geworden durch das Yu-Gi-Oh! Movie Pack. Also wer den Film gesehen hat, weiß, dass die Cubics in diesem sehr, sehr stark und sehr prominent vertreten sind. Und auch darüber hinaus gibt es die Karten, die halt eigentlich ziemlich cool sind, ziemlich spaßig zu spielen sind. Es ist nämlich sehr, sehr viel Kombination vonnöten, um die Decks halt auch wirklich zu benutzen, sage ich jetzt einfach mal. Aber dahingehend, wie gesagt, das ist jetzt einfach mal eine Basis, auf der man aufbauen kann und auf dem ihr euch dann wahrscheinlich eure eigenen persönlichen Cubic Decks basteln könnt. So wie ihr das jetzt da seht, funktioniert es auf jeden Fall. Es macht durchaus Spaß, es zu spielen. Ich persönlich komme noch nicht ganz so mit zurecht, aber wie gesagt, es ist ja einfach mal eine Basis, auf der man aufbauen kann, die man dann natürlich tweaken kann. Man kann Karten noch reinnehmen, wie man möchte. Man kann Karten entfernen, die man möchte. Und ihr kennt das, es ist das typische Prozedere. Aber in diesem Sinn, verlieren wir nicht mehr weitere Worte, gehen wir einfach mal direkt rein und ich zeige euch mal kurz die Karten. So, beginnen wir ganz vorne und zwar mit Klingen Garuda, das kubische Ungeheuer. Null Angriff, null Verteidigung. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du zwei kubische Monster, die du kontrollierst, auf den Friedhof legst. Also sprich, meistens hat man, oder im besten Fall hat man immer die kubischen Samen auf dem Feld liegen, nimmt zwei Stück davon, schmeißt die auf den Friedhof, weil die kommen immer wieder, das ist ja das Schöne an den Dingern, dieses Deck ist darauf aufgebaut, dass diese Samen immer wieder aufs Feld zurückfinden. Und kann dann diese Karte beschwören. Wenn man das getan hat, erhält der kubische oder Blade Garuda erhält dann 2000 Angriffspunkte und kann während der Battlephase einen zweiten Angriff durchführen. Ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel ein gegnerisches kleines Monster kaputt macht und dann kann man direkt nochmal Schaden hinzufügen, insofern nicht Zauber- oder Fallenkarten dem Ganzen entgegenwirken. So, wenn diese Karte ein Monster durch den Kampf zerstört, du kannst bis zu 3 V-Jump kubische Samen, also diese drei Karten, wieder aus dem Friedhof zurückholen. Und lege diese Karte, also man tauscht im Endeffekt, man greift damit an, zerstört Gegner, macht nochmal einen Schaden, aktiviert den Effekt, wirft diese Karte auf den Friedhof und holt sich die drei Samen wieder aus dem Friedhof auf das Feld zurück. So, ist das geschehen? Kann man diese Karte halt ablegen, falls du das tust, beschwöre die gewählte Karte als Spezialbeschwörung. Dann kannst du deiner Hand einen Buster Gundil, der kubische Riesenteil, von deinem Deck hinzufügen. Also ich kann dann zum Beispiel Buster Gundil, was war das denn nochmal? Ich glaube, das habe ich gar nicht im Deck. Oder ist es doch? Crimson Nova. Doch, hier. Das hier. Das kann ich mir dann aus dem Deck in die Hand nehmen. Genau. Ich tue mir ja noch ein bisschen schwer mit den Namen, muss ich einfach faktisch sagen. Weil es sind neue Karten. Muss ich mir erstmal auseinandersetzen. Aber ganz locker. Genau. Ist das geschehen, wird es auf den Friedhof gelegt natürlich. Ich kann mir diese Karte auf die Hand holen. Und könnte dann tatsächlich in der Main Phase 2, wenn es soweit ist, könnte ich mir diese Karte einfach wieder beschwören. Weil der Effekt von dieser Karte ist, kann nicht als normal kann nicht als Normalbeschwörung gesetzt oder beschworen werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du drei kubische Monster, die du kontrollierst, auf den Friedhof legst. Also im Endeffekt
Eins, zwei, drei, kommen wieder auf den Friedhof und dann bekommt man diese Karte. Diese Karte hat dann im Gegensatz zur Blade Garudia, hat das Buster Grandur oder Grandir, nee, Gundil, Buster Gundil, hat dann 3000 Angriffspunkte und kann während der Battlephase einen zweiten und einen dritten Angriff durchführen. Das heißt, wenn man diese Karte noch irgendwie ein bisschen gepusht bekommt, dass es noch ein bisschen mehr Angriffspunkte hat, bekommt man locker auf sozusagen 9.500 Schaden. Und das ist ziemlich ordentlich, wenn man es durchgedrückt bekommt. Ja. Falls diese Karte, die dir gehört, durch einen Karten deines Gegners, durch Kampf- oder Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, also selbst Raigeki oder irgendwie, sagen wir mal so, es durch Schneehase, Oger etc. zum Beispiel auf den Friedhof gelegt wird, kann man diese Karte, kannst du bis zu 3 kubische Monster in deinem Friedhof wählen, beschwöre sie als Spezialbeschwörung, dann kannst du deine Hand eine kubische Karte von deinem Deck hinzufügen. Das ist jetzt sehr interessant, weil gelegt wird, du kannst bis zu 3 kubische Monster, das heißt, ich kann das etc. Ich kann alle kubischen Monster, die ich besitze, einfach aus dem Friedhof draufpacken. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich stellenweise für den Gegner, weil er sich damit unter Umständen sein eigenes Grab schaufelt. Genau. Wenn ich das tue, dann darf ich mir noch eine kubische Karte von meinem Deck oder Friedhof meiner Hand hinzufügen. Auch super interessant. Also diese Karte ist tatsächlich super stark. Könnte man tatsächlich sogar 3-mal ins Deck reinnehmen und dafür Crimson Nova nur 2-mal reinnehmen. Bleibt einem natürlich selbst überlassen. So, dann kommen wir auch schon zu Crimson Nova. Eigentlich ein sehr essentielles, aber auch sehr gefährliches Monster, da es Schaden für sich selbst, also für den eigenen Spieler, als auch den gegnerischen Spieler verursacht. Zum Beispiel, kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von der Hand beschworen werden, indem man 3 andere kubische Karten mit unterschiedlichen Namen der Hand vorzeigt. Beispiel, den habe ich in der Hand, ich habe den in der Hand, aber ich habe auch zum Beispiel die Fallenkarte in der Hand, die kubische Samsara, beziehungsweise kubische Wiedergeburt. Das heißt, ich muss einfach nur die 3 vorzeigen und kann dann dieses Crimson Nova auf das Feld rufen, was eigentlich standardgemäß schon mit einer Angriffskraft von 3000 daherkommt, was nicht schlecht ist, wenn man beispielsweise gegen Decks kämpft, die halt wirklich auf sehr hohen Schaden ausgelegt sind, wie Blue Eyes oder Red Eyes etc. Bleibt unterschiedlich, genau. Und kann nicht auf andere Art und Spezialbeschwörung beschworen werden. Kommen wir auch nachher nochmal dazu, weil da gibt es noch eine Zauberkarte, Fallenkarte dafür. Bleibt von den aktivierten Effekten anderer Monster unberührt, deren Grund-ATK 3000 oder weniger ist. Beispielsweise kann diese Karte nicht durch den Effekt, wenn die Karte nicht gepusht wird, von dem alternativen blauenäugigen weißen Drachen berührt werden. Also sprich, aktivieren und die Karte zerstören. Geht einfach faktisch nicht. Darüber hinaus lässt sich mal Effektwähler nicht drauf anwenden. Genau. Wenn diese angreifende Karte ein Monster durch einen Kampf zerstört, du kannst diesen Effekt aktivieren. Diese Karte kann während des Battle Phase einen zweiten Angriff durchführen. Sprich, es hat dann zum Beispiel den Effekt von Garuda bekommen, dass es 2-mal angreifen kann, wenn es den Angriff durchgeführt hat. Aber, und da kommen wir jetzt auch zu dem Negativaspekt, der je nachdem, wie man spielt, gut oder positiv oder negativ ausgelegt werden kann. Ende der Endphase, also während deiner Endphase, jeder Spieler erhält 3000 Schaden. Du kannst diesen Effekt von Crimson Nova nur einmal pro Spielzug aktivieren. Das heißt, naja, es ist halt ganz cool, wenn man zum Beispiel Gegner macht, man hat 6000 Lebenspunkte, man selbst hat irgendwie 4000 Lebenspunkte, dann fügt ein Gegner 3000 Schadenspunkte zu, hat dann auch 3000, beendet das Spiel oder beendet den Spielzug und dann aktiviert sich diese Karte und der Gegner verliert 3000 Lebenspunkte, ist tot. Funktioniert unter Umständen sehr, sehr gut, wenn der Gegner es nicht kontern kann. Wie eigentlich in jedem Kartenspiel, wenn man es nicht kontern kann, ist es gut. Wenn man es kontern kann, ist es scheiße. Aber in der Hinsicht macht es tatsächlich Sinn, dass man da viele Taktiken darauf auslegen kann, einfach den Gegner so weit runter zu pushen, weil viele Karten hier zum Beispiel auch Schaden von 800 einfach dem Gegner verursachen, dass man dann im Endeffekt mit Crimson Nova diesen Effekt aktiviert. Bumm. Man muss ja nicht mal angreifen, weil der Endphasen-Effekt aktiviert sich auch unabhängig davon, dass man angegriffen hat oder ob man angegriffen hat oder nicht angegriffen hat. In der Hinsicht ganz, ganz praktisch. Gut, dann kommen wir zur nächsten Karte, und zwar Dark Garnex, beziehungsweise finsterer Garnex, der kubische Ungeheuer, kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden. Ähnlicher Effekt wie Alternative Blue Eyes, muss erst beschworen werden, indem man halt eine Karte vorzeigt. Auf den Friedhof legst. Falls diese Karte auf diese Art beschworen wird, erhält sie 1000 Angriffspunkte. Wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört, kannst bis zu 2 V-Jam, der kubische Samen, deinem Friedhof wählen. Lege diese Karte auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre die gewählten Karten als Spezialbeschwörung. Dann kannst du deiner Hand einen Klingen Garudia, das kubische Ungeheuer von deinem Deck hinzufügen. Das ist auch eigentlich eher so eine Transitkarte, sag ich mal. Wenn man sie ausspielen kann, ist sie super. Wenn man sie nicht ausspielen kann, ist sie eher so meh, sag ich einfach mal. Weil, wie gesagt, 1000 Angriffspunkte ist eigentlich fast nichts mehr in der heutigen Zeit.
Man kann natürlich kleinere Monster kaputt machen, wenn es klappt, dann hat man halt die zwei Samen auf dem Spielfeld liegen, die halt dann sehr praktisch sind, weil man sie dann auch benutzen kann. Andererseits lässt sich diese Karte halt zum Beispiel in Kombination mit Crimson Nova halt einfach spielen, weil man die Karte halt einfach zeigt oder man lässt sie sich auf den Friedhof werfen, zum Beispiel hier mit der Cubic Karma oder durch den Effekt von diesem Monster, wo wir gleich hinzukommen, zum Duser der kubischen Meteor. Das halt zum Beispiel eher dazu genutzt wird, Effekte von anderen Karten eigentlich zu unterstützen, weil ich habe diese Karte bisher nicht ein einziges Mal wirklich ausgespielt und auch genutzt, sodass es mir auch wirklich was gebracht hat im Endeffekt. So, dann kommen wir zum Meteor Hukai Device Uja, oder ja, naja, Cubic. Diese Karte ist sehr interessant, weil es ist eigentlich eine... Ja, tatsächlich ist es die von mir am häufigst genutzte Karte bisher, im Gegensatz, also zusammen mit den Vija-Samen. Und zwar ist der Effekt so, falls diese Karte als normale oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine kubische Karte von deinem Deck auf den Friedhof legen. Kubische Karte heißt, kann Zauberfallen oder Monsterkarte sein. So. Falls in diesem Spielzug ein Monster auf deinem Friedhof gelegt wurde, solange du diese offene Karte kontrolliert hast, du kannst diese Karte bis zum Ende dieses Spielzugs 200 K für jedes Monster mit einem unterschiedlichen Namen deinem Friedhof erhalten lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, beispielsweise. 9, 10. Also 10 mal 2, 2000 Angriffspunkte. Einfach mal so on top. Ist ganz nett, wenn man so viele halt im Friedhof liegen hat. Ansonsten dient es einfach nur dazu, dass man halt auch Monster einfach rucki-zucki oder relativ schnell auf den Friedhof bekommt, die man dann auch später durch die Effekte von hier, beispielsweise man wirft halt immer relativ schnell die Videosamen auf den Friedhof, wenn man sie nicht auf dem Feld hat, damit man sie halt einfach durch die Effekte von hier und hier zurück aufs Spielfeld bekommt. Genau. Ist ganz nett, ich spiele sie ganz gerne und kann zum Beispiel auch, wie gesagt, dann gehe ich jetzt direkt eigentlich auch schon unten auf die Xyz-Karten ein, als Material für Abyss Dweller, also den Abyssbewohner benutzt werden, den Gangora oder kein Gorgon, den Kazel oder Jazel, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, eigentlich eine sehr praktische Karte, indem man halt einfach Karten verschwinden lässt vom Gegner. Die Gorgon-Karten, die Gagagaga-Karten lassen sich damit benutzen, den Getriebsriese X beispielsweise, dann noch Nummer 101, die ich ziemlich sehr, sehr geil finde, weil der Effekt halt einfach dazu hingehend ist, dass ein als spezialbeschwungenes Monster in offener Angriffsphase wählen, das dein Gegner kontrolliert, hänge es als offenes Xyz-Material an diese Karte an. Das ist ziemlich cool, beispielsweise. Das kann man zwar nur einmal pro Spielzug durchführen, aber ist egal. Also die meisten Xyz-Karten hier basieren auf den Vierer-Monstern. Also ich habe hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, also genug 7, 8 Karten drin, mit denen ich dann halt auch die Xyz-Viecher beschwören kann. Nummer 103, dann natürlich Utopia ist eine super Karte für Vierer-Monster. Die Nummer 81 lässt sich beispielsweise nur mit denen hier beschwören, was ja auch kein Problem ist, weil man die relativ schnell auf die Hand bekommen sollte, wenn man genügend kubische Karten auf der Hand hat. Dann haben wir noch Nummer 82, ganz nett mit direktem Angriff. Muss man halt wissen, wie man sie spielt, und die Utopia-Karten, die restlichen Utopia-Karten, die sich natürlich, also zwei Utopia-Karten, Utopia Lightning und Utopia Prime, die man halt dann natürlich auf die Utopia 39 oder Nummer 39 draufpackt. Und zu guter Letzt natürlich noch die lustige Waffe Superkone und der Panzerzug, die halt im Englischen einfach mal Super Dreadnought Rail Cannon Gustav Max heißt. Also ein bisschen angelehnt an die dicke Bertha aus dem Ersten Weltkrieg. Aber sind ganz nett. Also ich habe bisher kaum Xyz-Karten bespielt, wie gesagt. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz praktisch, wenn man sie im Deck hat, weil man mit ihnen einfach auf entsprechende Situationen innerhalb des Spiels reagieren kann. Beispielsweise Kassel einfach mal starke Monster vom Feld verschwinden lassen, die einfach mal einen sofort kaputt machen könnten. So als Beispiel. Aber gut, nichtsdestotrotz gehen wir weiter in der Kubik-Reihe und dann gehen wir direkt mal zu Gaera Gil oder Geil, der kubische Knick. Knight, Ritter. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du eine kubische Monster, das du kontrollierst, auf den Friedhof legst. Zack, auf den Friedhof, zack, beschworen. Falls du dies tust, erhält diese Karte 800 Angriffspunkte. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen wird, füge deinem Gegner 800 Schaden zu. Wie erwähnt, in Zusammenbeschwörung mit Crimson Nova, 3000 Schaden, 800 Schaden. Es summiert sich einfach, Freunde, es summiert sich.
Zu. Am Ende des Damage Steps, falls diese Karte gekämpft hat, du kannst bis zu 2 Vijam-kubische Samen deinem Friedhof wählen. Lege diese Karte auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre die gewählten Karten als Spezialbeschwörung. Dann kannst du deiner Hand einen Vulkan Dragni, der kubische König, von deiner Hand hinzufügen. Also, wie immer, die Regel lautet einfach, wieder die kubische Samen aus dem Friedhof aufs Feld zu bekommen, um einfach Spezialbeschwörungen dann durchzuführen. Also alle bis auf die 3, weil die halt von der Hand kommen müssen. So. Dann haben wir gerade schon erwähnt, den Indoria Doom Vault, der kubische Kaiser, kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du 3 kubische Monster, die du kontrollierst, auf den Friedhof legst. Zack, 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 zack. Eigentlich alles, man kann alles wirklich, also die ganzen kubischen Karten lassen sich alle durchweg spielen, ohne die, also wenn man halt die Effekte benutzt hat. Abgesehen von den 3 hier halt. So, gut, also normal beschwören lassen sich halt im Endeffekt die drei hier. Und soweit ich weiß, war es das tatsächlich von den 3 hier. Abgesehen von dem Effekt hier unten nachher, aber kommen wir gleich dazu. So. Kannst du nicht anders beschwören. Falls diese Karte auf diese Art beschworen wurde, erhält sie 2400 Angriffspunkte. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschworen wird, was eigentlich faktisch ist, wobei es geht auch noch anders, kommen wir gleich dazu, füge deinem Gegner 800 Schaden zu. Schon wieder 800 Schaden. 800 Schaden. 800 Schaden. 3000 Schaden. Sind wir schon bei 4600. Falls diese Karte, die dir gehört, durch eine Karte deines Gegners, durch Kampf oder einen Karteneffekt, also Angriff, Effekt, also 3Giki gilt auch, wie immer, auf deinen Friedhof gelegt wird, du kannst bis zu 3 kubische Monster in deinem Friedhof wählen, beschwöre sie als Spezialbeschwörung, dann kannst du deiner Hand eine kubische Karte von deinem Deck oder Friedhof hinzufügen. Ist eigentlich ein ziemlich geiles Ding, weil so bekommt man halt auch die 3 kubische Monster in deinem Friedhof, also es macht dann halt keinen Sinn, diese Karten hier zu beschwören, abgesehen von den 3. Wenn es gehen würde, weil es muss ja durch die Spezialbeschwörung beschworen werden, also im Endeffekt sind die 3 dann dran oder die 3 hier, weil man halt einfach dann sozusagen die dann wieder benutzen kann, um halt andere Monster zu beschwören. Also es ist ein ewiger Kreislauf, wenn man es dann hinbekommt. Man könnte natürlich von den kubischen Monstern noch mehr ins Deck reinnehmen, es bleibt einem selbst überlassen, wie man da zu Rande kommt. In diesem Sinne habe ich mich halt einfach nur an einem Deck orientiert, das ich online gefunden habe. Und kann dann natürlich noch eine beliebige Karte aus dem Deck oder Friedhof hinzufügen, die das Kubische im Namen trägt. Also kann ich dann einfach wieder sozusagen, die geht auf Friedhof, ich hole mir die 3 hier raus, aktiviere den Effekt noch, nehme dann zum Beispiel mal hier Buster Gandhi nochmal auf die Hand, aktiviere den Effekt, hau die 3 wieder weg, pack das aufs Spielfeld, kann 3-mal angreifen, bam. Es ist halt ein Kreislauf und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Jo, dann kommen wir auch schon zum nächsten und zwar zu Vulkan vom Planeten Darth Vader. Wer die Anspielung verstanden hat, bitte in die Kommentare schreiben, ihr kriegt einen Knutscher. So. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du 2 kubische Monster auf den Friedhof legst. Falls diese Karte auf diese Art beschworen wurde, erhält sie 1600 Angriffspunkte. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschworen wird, füge deinem Gegner 800 Schaden zu. Schon wieder 800, 800, 1600, 2400, 3000. 5400 Lebenspunkte, die dem Gegner einfach mal abgezogen werden. Okie zuki, sage ich da nur. So, falls diese Karte gekämpft hat, du kannst sie bis zu 3 Vijam-kubische Samen in deinem Friedhof wählen. Lege diese Karte auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre die gewählten Karten als Spezialbeschwörung. Dann kannst du deiner Hand ein Indoria Doom Vault, der kubanische Kaiser, von deinem Deck hinzufügen. Also es ist halt wirklich so, erst das, dann das, dann das, das, dann das. Und es ist halt wirklich wie so ein Kreislauf. Also alle Karten sind irgendwie so in so einer kleinen Kette miteinander verbunden, ohne wirklich in der Kette zu stehen. Man kann sie natürlich unabhängig voneinander beschwören, aber das, 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 das. Also es ist wirklich hier so Kettenglied 1, Kettenglied 2, Kettenglied 3. Endeffekt immer wieder neue Sachen beschwören. Das sieht man auch im Film so tatsächlich. Fand ich ganz nett. Aber, naja. So, und dann kommen wir eigentlich auch mal zum Herzstück des Decks, und zwar Vijam, der kubische Samen. Kann nicht durch Kampf zerstört werden, aber der Schaden geht trotzdem durch. Am Ende des Damage Steps, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners gekämpft hat, du kannst diese Karte als permanente Zauberkarte offen in eine Zauber- oder Fallenkartenzone legen. Und falls du dies tust, lege eine kubische Zählermarke auf das Monster deines Gegners. Monster mit einer kubischen Zählermarke kann nicht angreifen und zusätzlich annulliere ihre Effekte. Ist ganz cool, muss man einfach mal so sagen. So kann man einfach starke Monster, die der Gegner kontrolliert,
die halt wirklich krasse Effekte haben, einfach mal aus dem Spiel nehmen. Es sei denn, er kann sie durch die Effekte kontern direkt. Beispielsweise wäre Infinity. Eine meiner Lieblingskarten, super toll zu spielen, aber halt, naja, wie gesagt, schwer zu kontern ganz einfach. So, aber leg dann diese Karte auf dem Friedhof. Falls diese Karte durch den Effekt als permanente Zauberkarte behandelt wird, während deiner Main-Phase, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von einem Zauber oder Fallenzone beschwören. Also sprich, einfach mal nochmal ein Monster aus der Feldzone der Zauberkarten und Fallenkarten einfach nochmal hoch aufs Monsterfeld schieben, hat man wieder ein kubisches Monster auf dem Feld, kann es dann für die Beschwörung der restlichen kubischen Monster benutzen. So, ganz nett. Ganz cool, ganz praktisch. Jetzt kommen wir zu zwei Monstern, beziehungsweise zu dem Beschwörungsmonch, der eigentlich ganz nett ist, wenn man wirklich auf die Xyz-Karten gehen möchte. Weil wie gesagt, ich habe versucht, hauptsächlich mit dem Cubix zu spielen, weil ich einfach reinkommen wollte, die Mechaniken verstehen, etc., etc. Mit dem Summoner Monk ist es tatsächlich so, dass man halt wirklich sehr stark auf die Xyz-Karten gehen kann. Das liegt daran, denn solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann sie nicht als Tribut angeboten werden. Falls diese Karte als Normal- oder Flip-Beschwörung beschworen wird, ändere diese Karte in die Verteidigungsposition einmal pro Spielzug. Du kannst eine Zauberkarte abwerfen, beschwöre ein Monster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von deinem Deck, aber das Monster kann in diesem Spielzug nicht angreifen. Gut. Da wir eh sowieso keine Tributbeschwörung haben, ist diese Karte sozusagen Freifahrtschein zu einer Xyz-Beschwörung. Spiel diese Karte aus, aktiviere den Effekt, wirf eine Zauberkarte aus der Hand ab, bei denen hier kommt es sogar noch ganz gut, und beschwöre ein Stufe 4 Monster, das hier zum Beispiel, oder wo ist es denn? Das hier, glaube ich, also eins von denen hier zum Beispiel, man kann auch den anderen noch holen und kann dann die benutzen, um eine Xyz-Karte zu beschwören. Also im Endeffekt, die hier lassen sich gegenseitig rufen und die kommen noch dazu. Und damit kann man dann Xyz-Karten beschwören und sich so ein bisschen Luft verschaffen, je nachdem, wie die Spielsituation aktuell aussieht. So, habe ich zweimal im Deck, ist auch zweimal limitiert. Zu Recht auch, tatsächlich. Weil es halt schon ein ziemlich heftiger Effekt, muss man einfach sagen. So. Max D, muss ich nicht viel dazu sagen, kann man erklären, wenn der Gegner halt wirklich sehr stark auf XYZ und Synchro-Beschwörung ist, einfach rausschmeißen, Karten ziehen, gut ist. So, dann zur ersten Zauberkarte, und zwar kubisches Karma. Kann, wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst ein kubisches Monster wählen, das du kontrollierst, außer VGM kubische Samen. Dududum. Lege eine beliebige Anzahl VGM der kubische Samen von deiner Hand und oder deinem Deck auf den Friedhof. Ja, wenn man einfach alles schnell auf den Friedhof haben möchte, benutzt man diese Karte. Und dann erhält das Monster für jede Karte, die man auf den Friedhof gelegt hat, 800 Angriffspunkte. Also beispielsweise hier Crimson Nova auf dem Feld 3800, 4600, 5200. Geht rucki zucki, 5-2, ich Vollidiot. 5-4, ach egal. Auf jeden Fall erhält das Ding gute Angriffspunkte dann. So. Und es bleibt tatsächlich sogar, der Effekt bleibt sogar bestehen, selbst wenn diese Karte verbannt wird. Während des Spielzugs seines Gegners, falls V-Jump kubischer Samen durch den Effekt eines kubischen Monsters als Spezialbeschwörung beschworen wird, sehr tricky, lege diese Karte auf den Friedhof und falls du dies tust, halbiere die Lebenspunkte deines Gegners. Hört sich echt fies an, aber es ist halt echt schwer, auch die Samen entsprechend aufs Feld zu bekommen. Muss man einfach sagen, ist halt echt schwer. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, aber die Möglichkeit ist ganz geil, wenn man es hinbekommt. Von der Hinsicht, Hut ab, wenn man es schafft. Und du kannst diese Karte an deinem Friedhof verbannen. Füge deiner Hand ein kubisches Monster von deinem Deck hinzu. Drei Samen auf dem Feld, Karte aktivieren. Bastagandia beschwören, drei Karten aufs Friedhof legen, Bastagandia beschwören. Bäm. Läuft. Kombination, zack, 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 zack. Schön. Sehr schön, 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 schön. Ich mag die tatsächlich ganz gerne. Ich mag die echt, echt gerne. So, dann kommen wir zu kubischer Welle oder kubische Aura, wenn man so möchte. Wähle ein kubisches Monster, das du kontrollierst und ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Die Angriffspunkte des Monsters, das du kontrollierst, werden gleich dem Doppelten deines derzeitigen Angriffs. Falls dies tust, halbiere sozusagen die Angriffspunkte des Gegners auf Basis der derzeitigen ATK. Du kannst diese Karte und eine beliebige Anzahl kubischer Monster von deinem Friedhof verbannen und dann offene Monster, die dein Gegner kontrolliert, in der Anzahl der verbannten kubischen Monster wählen. Lege auf jedes von ihnen eine Zählermarke. Monster mit kubischen Marken können nicht angreifen und Effekte werden annulliert. So. Szenario. Crimson Nova liegt auf dem Feld. 3000 Angriffspunkte. Ziemlich stark, ziemlich hoch, wissen wir alle.
Gegner spielt ein Exus-Monster, plötzlich sich 4500 Angriffspunkte. Kann aber irgendwie nicht angreifen. Warum auch immer. Oder beziehungsweise umgekehrt. Gegner spielt 4500 Monster-Angriff. Ich bin dran. Krieg es hin, Crimson Aura aufs Feld zu rufen. Fuck, keine Chance. Da fehlen mir 1500 Angriffspunkte. Aktiviere ich die kubische Welle. Glaube ich dann 4500 und Gegner verliert einfach dann die Hälfte, ist bei 2200, also 2250 und so ein Schmarrn. Ja, einfach mal angreifen und sind wir alle happy. Also ist ganz vielseitig einsetzbar, auch bezüglich der Fähigkeiten, die Monster aus dem Friedhof zu verbannen und die Zeilermarken auf den Gegner zu packen. Ist bei manchen Effekten echt gut, echt notwendig und in dem Sinne ganz, ganz cool. Sollte man drin haben, kann man noch besser spielen, als ich es aktuell tue, aber... Hey, wie gesagt, ich lerne mit jedem Zug. So, dann haben wir Geschäft mit der Finsternis. Ist eine Karte, die ich ganz nett finde, aber einem auch sehr zum Nachteil gereichen kann. Ganz banaler Text. Jeder Spieler zieht eine Karte, dann wirft jeder Spieler eine Karte ab. Ganz banal. Kann einem super gut werden, kann einem zum richtig Sieg verhelfen, sag ich jetzt einfach mal. Kann aber auch negativ ausgelegt werden, wenn der Gegner halt was ziemlich Geiles zieht. Wie zum Beispiel Schnellzauberkarten oder so. Gut, dann, wir kennen alle, Flo, und unsere Lieblingskarten ist ja Foolish Bubble oder Törichtes Begräbnis, indem man einfach eine Monsterkarte aufs Friedhof legt. In diesem Sinne ist es die gleiche Karte, nur umgekehrt, und zwar legt man Zauber- oder Fallenkarte vom Deck auf den Friedhof. Super praktisch, in dem Sinne, wenn man zum Beispiel diese Karten hier aufs Friedhof bekommen möchte. Von dem her sage ich einfach mal nicht nein, ne? Ganz praktisch, kann man auch in anderen Decks gut verwenden. Dann Mystischer Raum davon, muss ich nichts dazu sagen. Dann Reasoning. Ganz cool, wenn man wirklich diese Karten hier auf den Friedhof bekommen möchte. Weil der Gegner sagt halt irgendeine Zahl, entweder bekommt man was aufs Feld oder man bekommt entsprechend viele Karten auf den Friedhof. Man sollte diese Karte natürlich mit Bedacht spielen und halt schon entsprechend was in der Hand halten. Wie zum Beispiel die Bassergandia oder den Kaiser oder zum Beispiel die zwei hier oder so, dass wir auf der Hand haben. Dass man nicht wirklich Gefahr läuft, wirklich alles Gute aus dem Deck auf den Friedhof werfen zu lassen. Aber kann man auf jeden Fall mal reinmachen. Dann Zwillingstwister. Brauche ich nicht erklären. Karte abwerfen, zwei Zauber der Fallenkarten zerstören. Super gut. So. Dann Absurd Goblin. Eine sehr, sehr nette Karte. Ziehe eine Karte und gebe mir 1000 Lebenspunkte. Finde ich ganz gut. Ist je nachdem, gegen was man spielt, mehr oder weniger praktisch, aber. Ey, bleibt jedem selbst überlassen. Ich würde es zum Beispiel auch noch austauschen können gegen nicht Krug der Gier. Oder ich glaube Krug der Gier, Topf der Gier, ich weiß nicht, dieser Jar. Müsste mal gucken, wie der jetzt heißt. Also diese Fallenkarte, wo man eine Karte ziehen kann, wenn der Gegner irgendwas macht. Ganz nett. Gut, dann kommen wir nochmal zu den letzten zwei kubischen Karten. Dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Profiling durch. Und zwar haben wir hier kubischer Samsara, also kubische Wiedergeburt. Wenn ein Monster deines Gegners einen direkten Angriff deklariert, wähle das angreifende Monster, dein Gegner beschwört so viele Monster mit demselben Namen wie das Monster womöglich als Spezialbeschwörung von seiner Hand, seinem Deck oder seinem Friedhof in die Angriffsposition zusätzlich, so wie viel möglich halt. Zusätzlich werden die ATK des Ziels gewählten Monsters und der als Spezialbeschwörung beschworenen Monster zu 0 und lege auf jedes eine kubische Zählmarke. Monster mit einer kubischen Zählmarke kann nicht angreifen, zusätzlich an Effekte annulliert. Zusätzlich danach, falls durch diesen Effekt kubische Marken gelegt wurden, beschwöre ein kubisches Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Das ist super interessant, weil so bekommt man beispielsweise diese Karte aufs Feld, ohne wirklich die Effekte die Bedingungen zu erfüllen zu müssen. Super, super gut, wenn man zum Beispiel halt wirklich dann noch einen Vierer auf dem Feld liegen hat und die Karte dann einfach als Exus-Material benutzen kann. Darüber hinaus schafft man es halt, dass wirklich der Gegner nicht angreifen kann und Effekte annulliert werden. Kann aber, das ist auch das Tricky dran, beispielsweise ein Blue-Eyes-Spieler bekommt drei weiße Drachen aufs Feld, hat aber einen Zwillingsausbruchsdrache auf dem Extra-Deck, benutzt einfach zwei davon und führt eine Spezialbeschwörung durch. Ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Wer mal mit umgehen kann, super geil. Wenn es einem zum Sieg reicht, hey, fantastisch. Aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, wie auch die Karte hier oben, Geschäft mit der Finsternis, kann wirklich nach hinten losgehen.
So, da kommen wir noch schnell zur letzten Karte, dann sind wir auch schon durch. Und zwar Vereinigung deiner kubischen Herrscher. Beschwöre ein kubische Fusionmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dabei Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Falls ein offenes kubisches Monster durch Kampf zerstört wird oder das Spielfeld verlässt, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Beschwöre ein kubisches Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung. Also diese Karte wird weniger für die Fusion benutzt, sondern hauptsächlich für die Effekte, die danach kommen. Weil dazu benutzt man auch Zwillingstwister beispielsweise, um die Karte halt auf den Friedhof zu bekommen oder Reimtorfhund, wenn es sein muss. Und man profitiert auch davon, dass die Karte halt auf den Friedhof gelegt werden könnte. Also dass diese Karte halt wirklich schnell auf den Friedhof gelegt wird durch diese Karte, diese Karte, diese Karte, diese Karte, diese Karte. Also eigentlich fast alle Zauberkarten, die man hier hat, dienen dazu, dass man die relativ schnell auf die Hand auf den Friedhof bekommt. Genau. Beschwörung, Stufe 4 und dein Deck, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen, ist halt auch wieder sowas. Man kann halt auch wieder ein Monster beschwören, ohne dass man halt wirklich die Bedingungen, die auf der Karte vorhanden sind, erfüllen muss. So. Und falls du dies tust, kannst du diesem Spielzug weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Äußerst praktisch. Ja. Und dann sind wir eigentlich schon durch das kubische Monster-Deck. Ich finde es, wie gesagt, super interessant. Auf Side-Deck werde ich eigentlich nur ganz kurz eingehen. Hier, Daily Crow, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, während du kannst eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof werfen und eine Karte in den Friedhof deines Gegners wählen, verbanne das gewählte Ziel. Entsprechende Banddecks, ganz nett. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, solange du eine gesetzte Zauber- oder Fallenkarte kontrollierst, kann kein Spieler Zauber- oder Fallenkarten setzen oder gesetzte Zauber- oder Fallenkarten aktivieren. Ist ein schöner Blocker, kann man reinmachen, braucht man hier sowieso nicht, weil sehr vieles über die kubischen Monster läuft, wenn man schon genug draußen hat und nicht hier auf diese angewiesen ist. Dann Schneehase Oger, habe ich im Blue-Eyes-Deck drin, muss ich nicht großartig erklären. Dann Konfrontation mit dem C. Wenn dein Gegner ein Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwört, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Falls du dies tust, bleibt diese Karte von Monster-Effekten unberührt. Dient diesem Karte als Zielwelt. Ganz nett. Raigeki, brauche ich nicht erklären, Zwillingswiss haben wir auch schon. Dann kosmischer Zyklon. Zahle 1000 Lebenspunkte und wähle dann eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld, verbanne sie. Ganz praktisch, wenn es dann drauf hinkommt. Spiegelkraft muss ich auch nicht erklären. Dann Vanity's Emptiness, beziehungsweise Leere der Eitelkeit. Kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Falls eine Karte vom Deck oder vom Spielfeld auf deinem Friedhof gelegt wird, zerstöre die Karte. Für einen kurzen Moment ein Blocker dienbar. Ansonsten eher so, ja, situationsabhängig praktisch. Und dimensionale Barriere. Deklariere ein Monstertyp, Ritual, Fusion, Synchro, XY oder Pendel. Für den Rest dieses Spielzugs kann kein Spieler Monster des deklarierten Typs als Spezialbeschwörung beschwören. Zusätzlich annulliere die Effekte aller Monster vom Typ des Typs, solange sie auf dem Spielfeld liegen. Du kannst nur eine Dimensionsbarriere pro Spielzug aktivieren. Auch situationsabhängig, ganz praktisch. Ja, so. Und damit habe ich über 30 Minuten über die kubischen Monster und das entsprechende Deck gequatscht. Ich hoffe sehr, ihr konntet einiges damit rausnehmen oder beziehungsweise für euch eine Basis rausziehen, mit der ihr euch dann vielleicht in Zukunft auch ein bisschen stärker mit kubischen Monstern beschäftigt. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Duelle mit denen machen. Vielleicht springt auch ein gutes raus, das ich noch hochladen könnte. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, was ihr denn für Profile noch sehen wollt. Wie gesagt, das war jetzt einfach ein spontanes kubisches Deck. Ansonsten wird es noch ein paar andere geben. Wir werden auch natürlich gucken, was denn in der Meta momentan alles abgeht. Das ist ja natürlich kein Meta-Deck. Aber ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Wünsche euch natürlich auch viel, viel Spaß beim Yu-Gi-Oh! Spielen. Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Decks ihr aktuell so zockt. Lasst liebe Grüße da. Wir grüßen natürlich gerne zurück. Und in diesem Sinne, ich bin der Flo. Liebe Grüße vom anderen Flo. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.